Het valt meteen op dat de islam hier in het straatbeeld veel prominenter aanwezig is dan in Boedapest. Volgens de laatste schattingen is ruim 12% van de Weense bevolking moslim. Onder jongeren ligt dat percentage nog een stuk hoger. In de meeste Weense scholen zijn moslimleerlingen vandaag in de meerderheid. In het Brigittenauer Gymnasium heb ik een afspraak met Ramazan Demir, een jonge leraar en zelf van Turkse afkomst. Ja, herzlich willkommen. Hallo. Herr Demir. Freut mich sehr. Jan Leijers. Freut mich sehr. Sie sind der Islamlehrer. Genau, ich bin einer der islamischen Religionslehrer hier im Brigittenauer Gymnasium im 20. Bezirk. Ist eine Schule, die ist richtig Multikulti. Wir haben über 1000 Schüler. Mhm. Stimmt das, liebe Kollegen? Über 1000 Schüler haben wir hier? Ja. Hervorragend. Nicht, dass ich was Falsches sage. Ja? Ja, über 1000 Schüler haben wir. Und ich würde sagen, Pi mal Daumen sind mindestens 30% muslimisch hier an dieser Schule. Ramazan will es in seiner Les vandaag haben über die Oostenrijkse Islamwet. Dankzij die wet ist der Islam in Oostenrijk al meer dan 100 Jahre und erkennt den Godsdienst. Wa alaikum salam, herzlich willkommen. Wa alaikum salam. Wir haben den Religionsunterricht hier dank dem Islamgesetz. Wer war das, der das Islamgesetz hier verabschiedet hat, bestätigt hat? Wer war, wie hieß er? Hieß er Abdullah oder Muhammad? Oder hieß er Franz? Wie denn noch? Ja, schau her. Kaiser Franz Josef hat im Jahre 1912 das Islamgesetz verabschiedet. Alaikum salam, alaikum salam. Alaikum salam. Morgen zal Ramazan twee gevangenissen bezoeken. En voor de gevangenen neemt hij altijd iets mee. Torku. Bisküvi. Ja, das ist eine türkische Marke. Ist ein türkischer Supermarkt. Der bringt halt aus der Türkei natürlich viel hierher. Wir haben in Wien ca. 550 muslimische Häftlinge. Ich werde zu jedem gehen. Ich habe einen Schlüssel. Ich komme zu jeder Tür und gebe es aus. Ich merke, wenn ich einmal reinkomme, ein Lächeln und ein Salam, Salam alaikum, das freut sie. Sie fühlen sich sehr, wie soll ich sagen, geborgen. Also sie fühlen sich einfach, sie wissen, dass jemand da ist, der ihnen etwas, ein Gefühl gibt, etwas wert zu sein. Es gibt Insassen, Häftlinge, die sich sogar das Leben nehmen in den Gefängnissen. Mhm. Jedes Jahr nehmen sich 10 bis 12 Personen das Leben. Wenn wir nur einen retten, durch meine Arbeit, nur einen, ist das schon hervorragend, ist das wundervoll. Onderweg naar de volgende gevangenis vraag ik Ramazan wie hem tot zijn vrijwilligerswerk inspireerde. Ich würde sagen, dass mein Opa mein Vorbild ist. Mit seiner Art und Weise, wie er einfach den Jugendlichen begegnet ist. Ich bin auch mit Opa groß geworden. Und er hat mir gezeigt, dass man einfach positiv gegenüber Menschen ist. Das Lächeln habe ich von meinem Opa. Und ich bin 86 geboren in Deutschland. Und wir haben, glaube ich, 6, 7, 8 Jahre lang zusammen in einer Wohnung gelebt mit Opa. Er hat mir auch den Koran beigebracht. Und deswegen spielt er doch eine Rolle für mich, weil ich merke selbst, vor allem, wenn ich im Gefängnis bin, Personen, die keinen Vater haben oder die keinen Opa haben, keine Vaterfigur haben, haben es wirklich schwieriger. Dann suchen sie sich irgendwo diesen Vater. Und dann kann es aber auch gefährlich sein, weil wer weiß, wer dieser Vater ist. Ah, wir können direkt hier, sehr gut. Also, wir haben, lieber Jan, viel Schokolade dabei. Ja. Und Gebetsketten können wir auch. Und Datteln frisch aus Mekka von der Pilgerfahrt hat ein Freund mitgebracht. Wow. Und was ist das? Das ist der Koran, also ein Teil des Korans, mit Übersetzung. Den möchten die Häftlinge zum Beispiel besonders rezitieren.
Ja. Weil sie halt im Gefängnis sind, mehr Zeit haben. Aber wir haben auch den Koran. Nur auf Arabisch haben wir natürlich auch da. Okay. Das wollen die meisten. Wichtig ist, dass wir den Koran auf die Schokolade legen und nicht unter die Schokolade. Das ist ein Zeichen des Respekts.